liebe Freunde, ihr wisst, aktuell sind die, wie heißen die eigentlich, Sommerspiele, Spielevorschau von Steam. Das heißt, da können wir mal sehr schön uns Demos anschauen von Spielen, die demnächst rauskommen. Und von daher seht ihr aktuell ein paar Demos hier bei mir. Finde ich immer super interessant, einfach um herauszufinden, ob da Spiele dabei sind, die einem gefallen, die man wishlisten kann, auf die man sich freuen kann. Heute geht es um Station to Station. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn das für ein Spiel? Ich lese es euch vor. Station to Station ist ein minimalistisches und entspanntes Spiel rund um den Aufbau eines Eisenbahnnetzes. Nimm deine Schaffnermütze und lass die Voxelwelt durch die Magie der Züge zum Leben erwachen. Das Spiel kommt raus 2023. Gut, ist jetzt erstmal nicht so, so aussagekräftig. Ne, kann theoretisch morgen sein, kann auch irgendwann ja, sonst wann sein, Ende des Jahres. Wobei, hier steht unter über dieses Spiel: Achtung an alle Fahrgäste, wir freuen uns ankündigen zu können, dass das sehnlichst erwartete Station to Station noch 2023 für PC erscheinen wird. So, wir gucken. Und zwar, wir spielen, ich habe es glaube ich nicht gesagt, aber wir spielen auf dem Steam Deck. Ihr habt es ja gerade gesehen, die Steuerung haben wir ganz normal, wo ist es hier, mit dem Trackpad, werde ich als Maus benutzen. Finde ich super, mag ich super gerne, das so zu machen, und von daher sehe ich hier auch gar kein Problem. Tutorial, ja, brauchen wir Framerate? Nein, haben wir oben links. Ihr habt gesehen, wir haben auf Full HD eingestellt. Wir lassen es jetzt einfach mal genauso, wie es hier ist. Full HD, 60 Frames, das passt alles, sieht alles super aus. Und dann gehen wir einfach mal rein in Level 1. Hat einen super, super guten Look, das Spiel. Bin jetzt nicht so der riesige Eisenbahnfreund, aber ich meine, guckt euch an, wie schön dieses Spiel aussieht. Wie schön dieses Spiel aussieht. So, stelle alle 12 Gebäude fertig, ist unser Ziel. Das sollten wir hinbekommen. Frames gehen runter, aber das ist kein Problem. Steuerung mit WASD, aber wir können auch einfach unseren Stick benutzen, den linken. Oder wir lassen die linke Maustaste gedrückt, bewegen uns und jetzt lassen wir die rechte Maustaste, was in dem Fall der linke Bumper ist, also Standard-Maussteuerung auf dem Deck. Okay. Oh, Mausrad, das ist glaube ich, doch, das ist auch eingestellt. Das sind LB und RB, die beiden vorderen. So, fahre über das Gebäude, um zu sehen, was es tut. Die Weizenfarm produziert Weizen. Gebäude müssen mit einem Bahnhof verbunden werden. Drücke Spacebar oder den Bahnhof-Button. Ich habe jetzt keinen Spacebar. Den kann man sich auch auf A legen oder sonst irgendwo hin. Wir klicken jetzt einfach so drauf. So, drehen. Können wir das auch, okay, mit dem Mausrad. Wir bauen es jetzt einfach mal dahin, ne? Ach, und wir müssen dann noch einen Bahnhof da oben hinbauen, wahrscheinlich. Okay, so, diese Mühle, die hier, benötigt Weizen. Und hier habt ihr gesehen, die Weizenfarm produziert. Ihr habt es richtig erraten, Weizen. Klicke auf das Verbindungsstück, um eine Strecke zur Weizenfarm zu bauen. Hier drauf. Zack. Ach, guck mal, das ziehen wir dann so dahin. Güterzug. Den nehmen wir, ne? Und schon verändert sich die Welt. Wie schön ist das denn? Die Mühle hat Weizen bekommen und du Geld. Der Erhalt von Geld schaltet neue Gebäude frei. Und zwar, hoch, was haben wir denn hier? Fahre erneut über das Gebäude, um zu sehen, ob es fertiggestellt ist. Ja, da ist ein Haken dran. Jede Weizenfarm kann nur eine Mühle beliefern. Die neue Weizenfarm muss also mit einer anderen Mühle verknüpft werden. Wir wissen doch jetzt, wie das geht. Wir wissen doch, wie das geht. So. Und so und so und so und so. Zack, fertig. Gebt mir ein paar schöne Wiesen und Weizenfelder. Neue Gebäude, was haben wir? Noch eine Mühle. Und was ist das? Noch eine Weizenfarm. Oh, da müssen wir jetzt anscheinend... Okay, ist egal, kriegen wir hin. Ach, guck mal hier, sehen wir den Fortschritt. Mit jeder Freischaltung wirst du entweder neue Karten bekommen oder es werden neue Gebäude in diesem Gebiet gebaut. Okay, neue Freischaltung, nächste Freischaltung, Gebäude.
Okay, das heißt, wir haben noch hier. Und ich denke, wenn ich das richtig verstanden habe. Was? Beginne den Bau mit diesem Bahnhof. Okay. Achtung, schwieriges Gelände. Ah, okay. Das war nämlich meine Frage, ob das Ding, so wie wir es hier haben, da würde der jetzt Brücken bauen, ne? Und da haben wir keine wirkliche Möglichkeit, die Gleise zu... ja, nicht manipulieren, aber selber zu bestimmen. Aber wir können so eine Art Waypoints setzen, dass wir hier hingehen. Und dann müssen wir nicht irgendwie groß, teuer Brücken bauen, sondern können schön kostengünstig daher bauen. Richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Das sieht doch schon sehr viel schöner aus. Da, neue Gebäude. So, was haben wir? Wir haben die Molkerei. Produziert zweimal Milch. Wir haben zwei Käsereien. Alles klar. Ich weiß, was ich tun muss. Eins. Machen wir das mal so. Und. So. Oh. Ach, guck mal, damit mache ich mir aber ein Gleis kaputt, ne? Möchte ich eigentlich nicht. Da oben habe ich das gerade schon gemacht. So, das heißt, wir nehmen... oh. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ah, mit dem... ich habe doch gar nicht den rechten gedrückt. Egal. Wir verbinden das. Und... wir gehen hier hin. Oh. Hier hin. Und hier hin. Ich gehe davon aus, dass es noch andere Züge geben wird, weil sonst würde ja dieses Auswahlrad mit den Güterzügen keinen Sinn machen. Gebäude können indirekt verbunden werden, statt diese Käserei direkt mit der Molkerei auf der anderen Seite der Karte zu verbinden. Versuche sie über einen in der Nähe liegenden Bahnhof innerhalb des Netzes zu verknüpfen. Macht Sinn. Das heißt, wir haben hier die Molkerei. Wir haben hier die Käserei. Wir haben noch eine Käserei. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, wir brauchen ja trotzdem für alles einen Bahnhof. Wir brauchen einen Bahnhof. Wir brauchen noch einen Bahnhof. Und ich weiß, es gibt Leute, die sagen immer so, so gern spiele ich nicht mit dem Trackpad, aber dieses Spiel... dieses Spiel ist das perfekte Beispiel für mich aktuell wieder, warum ich auf diesem Teil, warum ich auf diesem Steam Deck selbst Spiele, die nur mit Maus und Tastatur laufen, unfassbar gut spielen kann. Deswegen es ist so, es fühlt sich so intuitiv an, diese Steuerung. Und das ist ein Ding, das würde ich beispielsweise auf dem ROG Ally nicht hinbekommen. Wie gesagt, ist ein geiles Gerät mit unfassbar guter Power. Aber ich würde es einfach nicht hinbekommen. Und daher bin ich einfach unendlich froh, das Steam Deck zu haben. Genau, weil das ist einfach für mich das perfekte Gerät. So, wir wollen keine Brücke bauen, sondern wir machen das so. Und... so. Sieht gut aus. Was haben wir hier? Fortschritt, du erreichst das nächste Level, sobald alle Gebäude... ja, guck. Genau in dem Augenblick haben wir das fertig gemacht. Guckt euch das an. Das sieht so schön aus. Weiter. Ja, ich hoffe, wir können noch was spielen. Bitte gib mir noch mehr. Irgendwie kratzt es im Hals. Es tut mir leid. Wir gehen ins nächste Level rein. Die sollen das Spiel ganz schnell rausbringen. Das ist ja sowas von gut. Warte, ich packe mir das jetzt ganz schnell auf meine... ach, ist schon auf meiner Wunschliste. Ich weiß nicht, wie lange die Demo verfügbar sein wird. Es kann sein, also viele Demos verschwinden eben nach der Spielevorschau wieder. Das heißt, wenn ihr Pech habt, könnt ihr es nicht spielen. Dann müsst ihr euch mit der Demo hier begnügen. Aber vielleicht packt ihr euch das Spiel auf die Wunschliste, weil das macht jetzt schon so unfassbar viel Spaß. Und das ist einfach so ein super entspanntes Spiel. Obwohl es was ganz anderes ist, macht das so ein bisschen,
Ich sag mal so, in der Dorfromantik-Region kratzt das so ein bisschen an mir. Wobei ich das hier teilweise jetzt gerade in dem Augenblick noch besser finde. Es ist einfach unfassbar gut. So, Budgetaufgabe, das heißt, beende das Level mit mindestens $200. Das ist eine Bonusaufgabe und Spezialaufgabe. Benutze insgesamt 6 Karten. Was meinen die damit? Weiß ich nicht. Werden wir gleich rausfinden. Oh, guck mal. Wie geil. Wir haben sogar Karten. Gleise kosten die Hälfte des üblichen Preises. Der Brückenpreis bleibt unverändert. Verbraucht bei der Verwendung einer Karte zum Umschalten. Klicken. Achso, okay. Was haben wir? Wir haben eine Käserei. Produziert Käse, benötigt Milch. Eine Molkerei. Und eine Käserei. So. Ich weiß halt nicht, wenn wir 6 Karten verbrauchen wollen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir denn neue Karten oder anscheinend bekommen wir neue Karten dabei. Ich wüsste jetzt nur nicht, wie wir neue Karten bekommen. Wir benutzen das jetzt mal, denn das scheint für mich relativ weit zu sein. Und da macht es Sinn, ja, das zu nutzen. Hier glaube ich eher nicht, weil das nicht so lang ist. Aber ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ach, guck. Entweder neue Karten oder neue Gebäude. Ich brauche doch neue Gebäude. Ne? Ohne Gebäude bringt das doch nichts. Ich nehme die neuen Gebäude erstmal. Eine Mühle, eine Weizenfarm. Was haben wir dann noch? Eine Bäckerei benötigt Mehl, produziert Brot. Bekomme ich trotzdem auf die Karten? Billigere Brücken. Das heißt, wir bauen jetzt gleich einfach mal schön eine Brücke. Wir müssen hier sogar eine Brücke bauen. Ich gehe einmal kurz was trinken. Ich bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Wenn ihr jemanden zum Husten bringen wollt, sag einfach, konzentriere dich darauf, nicht zu husten. Denn da muss man definitiv husten. Also nochmal, das heißt, wir müssen ja auch so ein paar Produktionsketten machen, was ich... Ey, das Spiel ist geil. Wir haben eine Mühle. Produziert Mehl, benötigt Weizen. Das heißt, wir müssen von der Weizenfarm hier hingehen. Und wir haben die Bäckerei. Benötigt das Mehl. Aber da gehen wir natürlich hier drüber. Denn ansonsten würden wir zu lange Gleise bauen. Das heißt, wir machen das... So. So. Und. So. Ich weiß halt nicht, was noch kommt. Deswegen, also billigere Brücken, ja, das kosten viel weniger. Okay, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Ich weiß jetzt halt nicht, wir auch die Gleiskarte dafür benutzen sollen. Ich glaube nicht, weil wir eigentlich so gut wie keine Gleise haben. Guck mal, da machen wir 87 plus mit. Ja, cool, da steht doch mal bei, wie viel wir machen. Und hier, wenn wir das miteinander verbinden, das kostet... Oh, wie? Hä? Wie? So. Dann gibt es schön Geld. Und wir bekommen neue Gebäude. Und zwar, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, so können wir uns dann nicht... Okay. 4 Gebäude haben wir bekommen, wirklich. Die Molkerei. Eine Stadt. Wow, die braucht Brot, Milch und Käse. Die Käserei. Nee, die hatten wir ja schon, die Käserei. Aber, ach so, weil die Käserei, die müssen wir jetzt mit der Stadt verbinden. Und die Bäckerei. Die Bäckerei, ist das verbunden mit dem... Die produziert ja das Brot, genau. Das heißt, wir machen jetzt einmal... Nee, erstmal brauchen wir den Bahnhof. Erstmal brauchen wir den Bahnhof. Da hatten wir keine Gebäudeverbindung. So. Dann gehen wir auf billigere Gleise. Nein, nicht den. So. Verbinden. Na, ohne Brücke bitte.
So. Kommen wir 32 Geld dazu. So, das heißt, der braucht noch Milch und Käse. Der produziert den Käse, also verbinden wir die beiden einfach miteinander. Ach, guck mal, das macht er sehr gut. Kostet jetzt 74, wir kriegen 70 dazu, okay. So, und die Molkerei produziert einfach nur Milch und der möchte einfach die Milch haben. Das heißt, oh, können wir hier rüberkreuzen? Nein. Das funktioniert so nicht. Boah, die Brücke ist richtig teuer. Ich kriege aber das Gleis nicht mehr. Sonst wäre meine Idee gewesen, ich hätte einfach nur das hier oben mit verbinden müssen. Und dann könnte ich das untere hier mit verbinden. Aber das wird nicht hinhauen. Das ist mir eigentlich zu teuer. Wie sieht denn das aus? Da brauche ich auch eine Brücke. Ne, so für 56 und dann liefert der das über das bestehende Netzwerk. Ja, sehr viel billiger, als wenn ich dafür 300 oder sowas baue. Neue Karten und neue Gebäude. Und zwar, wir wollen ja 12 Karten benutzen. Sechs Karten. Das heißt, wir müssen das jetzt noch einmal machen. Wir müssen also zweimal Brücken bauen, einmal Gleise bauen. Kriegen wir hin. Und zwar, die Gebäude alle, das heißt die Mühle. Noch eine Stadt. Die Molkerei. Weil eine Milch geht hier hin. Die Bäckerei. Okay. Eigentlich muss ich alles nur irgendwie miteinander verbinden. Dann ist das gut. Wir bauen einen Bahnhof in der Stadt. Und zwar so. Um jetzt eine Brauchen wir überhaupt eine Brücke? Wir brauchen hier eine Brücke und wir brauchen da eine Brücke. Das heißt, kann ich auch zwei Karten benutzen? Ja. Ich glaube, das können. Da brauche ich unbedingt eine Brücke, wirklich? Okay. Benötigt Mehl, produziert Brot. Ach, wir haben noch mehr Karten. Okay, das heißt, wir müssen ja nur noch, nee, wir müssen noch drei Karten benutzen. Heißt, um das zu schaffen, mache ich das folgendermaßen. Ich baue mir einen Bahnhof. Wir bauen billigere Gleise. Von hier nach da. Bauen hier einen Bahnhof hin. Und nehmen die Brücken und die Gleise, um die beiden zu verbinden. Damit haben wir alle Karten benutzt. Wir haben definitiv genug Geld über. Sind wir noch nicht fertig? Wieso sind wir noch nicht fertig? Moment. Der braucht noch das Brot und der stellt das... Ne, Moment, wer stellt denn das Brot her? Die Bäckerei produziert Brot. Ist die nicht mit der... Die ist doch mit der Stadt verbunden, oder? Der fährt hier hin. Der fährt hier hin. Benötigt Weizen, produziert Mehl. Benötigt Mehl, produziert Brot. Die beiden sind verbunden und der ist mit der Stadt verbunden. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Ah, da ist noch ein Gebäude, das habe ich übersehen. Produziert Weizen.
kein Problem. So. So, das heißt, das müssen wir jetzt eigentlich nur noch miteinander verbinden. Und dann sind wir doch durch, oder? Budgetaufgabe fertig, Level abgeschlossen. Haben wir noch ein Level in dem Spiel? Ich frage mich gerade, was diese Bonusaufgaben bringen. Schalte ich dadurch irgendwas frei? Es ist auf jeden Fall eine Demo, die erstaunlich lange geht. Und definitiv einen guten Eindruck hat. Also stelle alle 18 Gebäude her. Mit mindestens 850 Bauer eine Strecke, die bei Fertigstellung sofort 4 Ressourcen verbindet. Okay. Stapelbonus. Wenn der neue Bahnhof mehrere Gebäude auf einmal versorgt, bekommst du zusätzliches Geld. Das erfordert vorausschauende Planung. Verbinde zunächst die Mühle mit der Stadt, dann die anderen Gebäude mit der Mühle, die Bäckerei und die Stadt werden daraufhin gleichzeitig versorgt. Guck mal, Güter bringen 50% mehr Geld ein. Wow. Aber wisst ihr was, Freunde? Eigentlich möchte ich, dass ihr das Spiel selber erlebt, aber jetzt gerade kam der Gedanke, ich bin mir ja gar nicht so sicher, ob die Demo weiter verfügbar sein wird oder nicht. Das heißt, wenn ich jetzt aufhöre, dann könnt ihr vielleicht nicht selber spielen. Heißt, wir spielen selber. So, was hat der jetzt gerade gesagt? Ich soll erst die Mühle mit der Stadt verbinden. Die benötigt Weizen. Produziert Weizen, benötigt Weizen. Nee, was sollte ich? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Kann ich hier Level nochmal neu starten? Level neu starten, ja. So, sag mir nochmal, was ich machen muss, bitte. Und zwar, genau, verbinde zunächst die Mühle mit der Stadt, dann die anderen Gebäude mit der Mühle. Also Mühle mit der Stadt, Mühle mit der Stadt. Genau, Mühle mit der Stadt kriegen wir hin. So, Güter bringen 50% mehr Geld ein. Mühle. Und die Stadt. Jetzt haben wir ein billiger. Naja, da gehen wir hier oben her. Das ist sonst. Und das nehmen wir auch direkt dafür. Denn sonst wären die Gleise, glaube ich, sehr teuer. So. Wie viele Gebäude haben wir hier noch? Eigentlich nur die Weizenfarm, ne? Genau, das heißt, wie bauen wir die am besten da rein? So. Ja, komm, wir nehmen den einfach mal. Achso, wähle bei der Fertigstellung einen schweren Güterzug. Okay. Gucken wir gleich mal. Ach, guck hier, der schwere Güterzug. Okay. Wow, jetzt passiert hier viel. Stapelbonus, richtig was drauf. Das hat Sinn gemacht. Wir kriegen neue Gebäude und neue Karten, oder? Eins, zwei, zwei Gebäude nur? Was haben wir denn? Wir müssen das mal mit der Stadt verbinden. Wir haben die Molkerei, wir haben die Käserei und wir haben die Stadt. Die braucht Milch und Käse. Das heißt, ich verbinde erst die beiden miteinander. Da nehmen wir auch wieder die billigeren Gleise. Okay. Und dann verbinden wir das mit der Stadt und dem schweren Güterzug. Um wieder einen schönen Stapelbonus zu bekommen. Diesmal 70, gerade waren es glaube ich 75%. Und dafür bekommen wir neue Gebäude. 1, 2, 3.
Oder war eine neue Stadt dabei? Und neue Karten. Zweimal billigere Brücken. Was haben wir? Wir haben die Käserei, die Molkerei und die Stadt. Die Stadt benötigt auch Brot. Okay. Das heißt, hier machen wir es genauso. Wir bauen den Bahnhof. Wir bauen den Bahnhof mit den billigeren Gleisen. Machen wir das. Und jetzt verbinden wir erst. Ach, guck mal, da können wir schon. So, produziere hier irgendwo Brot schon. Habe ich hier eine Bäckerei? Moment. Ne, das sind nur die Sachen hier oben, ne? Da auch? Nein. So, das heißt. Die Bäckerei ist hier. Benötigt Mehl. Das heißt, die beiden muss ich miteinander verbinden. Und das ganz am Ende verbinde ich den Spaß erst mit der Stadt. Das heißt. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Jetzt könnte ich auf jeden Fall eigentlich. Ich glaube, da komme ich nicht hoch, oder? Doch. So. Es geht nur mit einer Brücke. Ja, da habe ich blöd gebaut. Oder komme ich da rum? Rum, glaube ich. Doch, ich komme rum. Ich komme rum. Sehr, sehr gut. Ich komme rum. Und das verbinden wir jetzt mit der. Statt gucken aber. Mit dem schweren Güterzug. Ich glaube, der wird jetzt richtig gut Geld bringen. Hoffe ich. So, gib mir richtig schön 75%. Das hört sich wieder sehr gut an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, was haben wir denn hier? Wir haben die Bäckerei, die Molkerei. Die Käserei. Okay, damit fangen wir jetzt mal an. Hier. 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 Das ist eine Stadt. Sich so rübergehen, ne? Boah, das ist teuer. Das mache ich mit billigeren Brücken und spare richtig viel Geld. So, das heißt, die beiden sind neu. Was ist das? Die Bäckerei? Da ist die Weizenfarm. Das heißt, ich würde ja die Weizenfarm so verbinden, dass ich hier dran gehe. Und den so verbinden, dass ich hoffentlich das blockiert. Wir haben ja billigere Brücken. Von daher ist das kein
Problem. So, das heißt, das ist miteinander verbunden. So, der benötigt Mehl, produziert Brot. Die sind miteinander verbunden. Der produziert Weizen. Das heißt, ich muss hier noch irgendwo eine Mühle haben, die unbenutzt ist. Da, hier ist die Mühle. Ich habe keine. Ich habe keine Brücken mehr, sonst wäre ich gerne hier hochgegangen. Um mich hier anzuschließen. Aber vielleicht. Das müssen wir aber dann mit den billigeren Gleisen machen. Gehe ich so. 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 Und so. Ja, da hätte ich jetzt eigentlich den schweren Güterzug nehmen können. Aber dafür nehmen wir nochmal dies, packen das da dran und nehmen dafür den schweren Güterzug. Und damit dürfte doch theoretisch alles verbunden sein, oder? Noch nicht ganz. Wer fehlt? Wer fehlt? Da, wieso fehlst du? Was brauchst du denn? Du brauchst... Benötigt Mehl, produziert Brot. Wo muss denn das Brot hingehen? Wer braucht Brot? Die Stadt, sind die beiden nicht miteinander verbunden? Nee. Wieso habe ich die nicht miteinander verbunden? Jetzt aber. Okay, Level abgeschlossen. Ist noch ein Level in der Demo? Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Die Budgetaufgabe haben wir fertig. Spezialaufgabe haben wir nicht fertig. Ist nicht so schlimm. Noch ein Level? Glaube ich nicht. Nein. Weiter. Ja, Freunde, das ist Station to Station, die komplette Demo. Wie gesagt, sollte das Spiel noch verfügbar sein, ladet es euch gerne runter und probiert dann vor allen Dingen im letzten Level auch die eine Spezialaufgabe zu erreichen. Das Spiel macht mir unfassbar viel Spaß und ist bis jetzt von der Spielevorschau neben Wargroove 2 für mich die mit Abstand größte Überraschung. Das ist geil, das macht richtig Spaß, ist richtig entspannt, super Steuerung auf dem Steam Deck. Und ich glaube tatsächlich, selbst wenn eine Controller-Steuerung kommen sollte, und da weiß ich nicht, ob da was geplant ist oder nicht, würde ich bei der Maus-Keyboard-Steuerung bleiben. Ist unfassbar gut. Ladet es euch runter, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.